Ein paar Belege für die Evolutionstheorie haben wir noch. Wie gesagt, ob es jetzt im klassischen wissenschaftlichen Sinn ein kein Hinweis, sondern ein Beweis ist, kann man sich streiten. Aber wie gesagt, der Mensch hat so ein paar Körperteile, wie zum Beispiel die Nickhaut, dieses innere Ding, wo morgens der Schlafsand drin hängt. Blinddarm. Was ist die Funktion vom Blinddarm? Warum haben wir den noch? Andere Tiere haben den viel mehr ausgebildet, die brauchen den vielleicht auch. Behaarung. Warum genau haben wir überall Haare? Manche mehr, manche weniger. Und dann wird es nämlich spannend, dann gibt es diese Atavismen. Atavismen heißt Evolution quasi rückwärts. Es gibt, die heißen dann Wolfskinder, die haben so ein richtiges Fell. Aber so richtig, so. Gorilla-mäßig. Oder es gibt sogar Menschen, bei denen ist ihr habt ja die Wirbelsäule, dann kommt Kreuzbein, Steißbein und bei denen ist das Steißbein quasi ein bisschen länger und haben die wie so ein kleines Schwänzle. Das wird dann meistens weggemacht, weil das möchten die meisten nicht haben. Aber wie gesagt, da könnte man dann vermuten, naja, vielleicht sind wir doch näher an einem Affen, als man denkt. Wenn man sich die Embryonen, also wenn man sich den Fötus von einer Schildkröte anguckt, einem Mensch und von mir aus einem Fisch und einem Vogel, das sieht man am Anfang nicht, was das wird. Ob das jetzt wirklich eine Schildkröte oder ein menschliches Baby oder ein Vogel oder ein Fisch wird, die sehen alle gleich aus. Warum sehen die gleich aus? Zufall, dass die alle gleich aussehen oder weil sie halt quasi ganz ganz, ganz weit oben irgendwann mal einen gemeinsamen Vorfahren hatten. Also, wie gesagt, rudimentäre Organe sind die, die wir zwar haben, aber wo uns der Sinn nicht wirklich ersichtlich ist, warum wir die noch haben. Und Atavismen, Evolution rückwärts.